jetzt hatten sie Gelegenheit, nochmal den schönen Film zu sehen. Und jetzt gehen wir in medias res. Alle reden vom Wetter, wir reden über die Verfassung. Oder die Verfassungen. Oder die Ideen von den Verfassungen, die es so gab in dieser Zeit, an die wir uns jetzt schon erinnert haben. Und an dieser Erinnerung sollten wir anknüpfen. Artikel sind ja mundartlich allenfalls verschieden, ob es die Joghurt, der Joghurt, das Joghurt oder sonst wie heißt, ist, glaube ich, regional unterschiedlich. Bei Verfassungsartikeln ist das ganz anders. Die sind in der Regel unstrittig und trotzdem gab es wahnsinnig Streit, wie wir alle wissen, um die Frage, ob Artikel 23 oder Artikel 146 wirksam werden würde in dieser Zeit, über die wir reden. Und was das natürlich dann wiederum heißt für den Fortbestand des Grundgesetzes, für eine mögliche neue Verfassung und was in der dann hätte stehen können, sollen, dürfen. Darüber dürfen wir jetzt in den nächsten anderthalb Stunden reden. Ich bin sehr froh, dass wir das können und darf Ihnen, muss man hier gar nicht, Ines Köhn vorstellen. Frau Köhn absolvierte in den 80er Jahren ein Schauspielstudium und ein Studium der Theater- und Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität und kam dann mit einem eleganten Schwung und einer großen Welle. Wie kam das, dass Sie plötzlich das Terrain wechselten? Also ich habe 1989 in Moskau verbracht und habe dort meine Diplomarbeit geschrieben. Den trug den stolzen Titel Die Reform der Studiotheater. Es war eine aufregende Zeit und ich kam im August damit wieder nach Berlin und hier war eine komische Stimmung. Agonie. Die Russen würden sagen, Sastoi. Und dann habe ich den Sommer an der Schreibmaschine verbracht und meine Diplomarbeit geschrieben und sie am 4. Oktober 1989 verteidigt. Ihr Ossis, ihr wisst, was ich damit sagen will. Danach bin ich nach Aufhiddensee gefahren, habe mich erholt von dem Stress, weil Moskau ist auch anstrengend. Gab keine Vitamine, wenig gute Nahrung und so weiter. Und als ich am 8. Oktober wiederkam, war die Welt eine andere. Und dann bin ich noch schnell ans Theater gegangen, habe da gearbeitet, bin gleich fertig, nach Senftenberg, ans Theater der Bergarbeiter, als Dramaturgin, weil ich einen Vertrag hatte. Und dann habe ich es nicht ausgehalten, weil in Berlin war Revolution und in Senftenberg Braunkohle und dicke Luft. Und es war mir zu klein und dann habe ich das nach 3 Monaten hingeworfen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das Theater geopfert für die Wende. Das wird mir immer wieder bewusst, weil es war das, wo ich überlebt habe in der DDR. Und dann habe ich angefangen mit Runden Tisch und vielen anderen Geschichten, Frauenverband, Volkskammer der DDR mitgearbeitet in einer Fraktion bei den Grünen und viele andere Stationen. Super. Das war sozusagen die Kaskade, die Wendekaskade. Sie sind jetzt mit in dieser Diskussion, weil Sie Geschäftsführerin waren, des Verfassungskuratoriums, über das wir gleich reden werden. Heute sind Sie Coach, das sei der Vollständigkeit halber dazu gesagt, und Geschäftsführerin und Unternehmerin, worüber wir eben schon sprachen. Das hat auch das noch, hat aber jetzt vielleicht mit unserem Thema erstmal nichts zu tun. Schön ist, dass Wolfgang Templin da ist. Herr Templin muss ich auch nicht vorstellen, aber vielleicht weiß nicht jeder, dass er mal Bibliotheksfacharbeiter gelernt hat. Das ist immer das Tolle, wenn man diejenigen mit einer DDR-Vita vorstellt, gibt es immer diese Überraschung bei den exotischen Berufen. Das ist natürlich aus der Not geboren. Und vielleicht wurden Sie gar nicht Bibliotheksfacharbeiter, geht ja noch nicht. Es gibt ja auch viele. Das war mein ausgesprochener Wunschberuf, den hätte ich gar nicht ergreifen können, nämlich weil der quotiert war. In den 60er Jahren war dieser Beruf nicht für männliche Bewerber vorgesehen. Ich hatte ein Glück, ich kriegte dann eine Buchdruckerlehre, die etwas in die Nähe führte. Dann stellte sich heraus, dass ich doch ein sehr empfindliches Hautsystem habe. Und dieses Attest brachte mir die Chance, mich an der Jenenser Universitätsbibliothek zu bewerben. Und mit diesem Attest konnte ich dann meinen Traumberuf erlernen. Es war eine wunderbare Zeit. Erklärt auch noch nicht, was Sie mit der Verfassung zu tun haben. Aber der Reihe nach, Sie haben Philosophie studiert und am Zentralinstitut für Philosophie an der Akademie der Wissenschaften gearbeitet. Das war aber alles nicht sehr geradlinig. Sie unterhielten Kontakte zur polnischen Opposition. Zu viel, Sie traten zu früh, genau. Sie traten
aus der SED aus. Sie erhielten Berufsverbot. Sie wurden ausgebürgert. Allein damit könnte man schon einen Abend füllen. Ausgewiesen, pardon, nicht ausgebürgert. Ja, das genau. War die irre Situation. Deswegen konnten sie auch sofort dann wieder zurückkommen nach dem Mauerfall. Sie waren mit ihrer ganzen Familie zur Ausreise gezwungen, das sollten wir vielleicht dazu sagen. So kam dann aber, als es wirklich spannend wurde und es ging, zurück und vertraten die Initiative Frieden und Menschenrechte am runden Tisch und gründeten mit anderen, wir hörten es nun schon, das Bündnis 90, wollen wir es nicht verwechseln, und waren Mitglied des Sprecherrats. Dann waren sie Leiter des Landesbüros Polen, unserer Gastgeber, der Heinrich-Böll-Stiftung. Nach erheblichem Zeitabstand, ich springe jetzt, ja, ja. Aber, ne? Ja. Sind aus Warschau zurück und jetzt hier, um über ihre Erfahrung am runden Tisch und mit dem Verfassungsentwurf zu berichten. Das machen wir gleich, ja. Aber vorher würde ich Ihnen gerne noch Gerald Hefner vorstellen. Auch das ist eigentlich müßig in diesem Kreis, aber wer weiß. Herr Hefner ist gelernter Waldorfschulenlehrer, Lehrer an einer Waldorfschule, also Waldorfpädagoge, Publizist und Mitgründer der Grünen West. Hat in verschiedenen Institutionen, die sich mit Demokratie und Beteiligung beschäftigen und dieselbe fördern wollen, gegründet. Democracy International, mehr Demokratie in verschiedenen Funktionen. Ich könnte jetzt ganz viele von diesen Einrichtungen aufzählen, das tue ich jetzt mal nicht. Sie waren in 3 Legislaturperioden Mitglied des Deutschen Bundestages. Obmann im Rechtsausschuss, jetzt kommen wir der Verfassung allmählich näher, im Europaausschuss, im Sonderausschuss Deutsche Einheit sowie in der Enquetekommission zur Aufarbeitung des DDR-Unrechts. Jetzt sind wir schon deutlich nach 90 und in den Jahren 2009 bis 2014 waren Sie Mitglied des Europaparlaments und auch da befasst mit Verfassungsrechts- und Petitionsfragen. Sie wollten damals die Einheit. Wir haben jetzt schon, um mal anzuknüpfen an die Diskussion, die uns vorausgegangen ist, gehört, das war nicht so ganz selbstverständlich in den Westgrünen. Können Sie auch noch mal sich zurückerinnern an diese Debatten? Gern ja, aber das ist für einen kurzen Moment erstmal unpolitisch, weil letztlich ist es immer, ich glaube, es sind am Ende immer die Menschen und es sind menschliche Erfahrungen. Und bei mir war das so, ich hatte eine Band als Schüler und wir haben einen Bassisten gesucht und dann habe ich einen kennengelernt, der war ein genialer Bassist und der kam aus der DDR. Der hatte genauso lange Haare wie ich damals, lief genauso barfuß und mit geflickten Jeans rum und der hatte aber eine völlig andere Geschichte als wir alle. Der war nämlich aus der DDR getürmt. Der hatte hier eine Band gehabt und dann haben die nach dem Proben mal in einer Gaststätte am Tisch sich republikfeindlich geäußert. Auf dem Tisch war eine Lampe, in der Lampe ein Mikro, das ging zu einem Nebenraum. Das Gespräch wurde mitgeschnitten und weil das bei ihm nicht das erste Mal war, landete er im Knast und war 2,5 Jahre im Knast. Und danach sollte er Schiffsbau in Rostock lernen und dann ging er zur NVA und dann ist er mit einem Jeep über die Grenze gefahren und hat das zum Glück überlebt. Und ich war damals in dieser ganzen alternativen Szene im Westen. Jetzt habe ich einen kennengelernt mit der Geschichte und ich bin zu all meinen Freunden gegangen, habe denen die Geschichte erzählt. Und das Merkwürdige war, dass wir damals uns für Menschen in, sagen wir, Spanien, was ja damals die Gefangenen von Burgos oder so, was eine Diktatur war, sofort eingesetzt haben, in Südafrika, in Lateinamerika, aber überhaupt kein Thema. Da haben wir Demos organisiert, Mahnwachen und so weiter. Hier erzählt einer was sozusagen ein paar Meter über die Grenze nach Osten und alle schweigen. Und das hat mich beschäftigt. Und dann habe ich mal einen Artikel geschrieben in so einem Stadtblättchen in München, mit dem eben hab gesagt, wieso sind wir auf diesem Auge blind? Wieso kümmern wir uns um Menschenrechte da und dort und nicht unmittelbar östlich der eigenen Grenze? Und das war dann bei den Grünen schwierig. Ich weiß, als ich das erste Mal in die Bundestagsfraktion kam, bekam ich am Anfang überhaupt keine Schnitte. Ich wusste nicht, warum.
Und dann hat eines Nachts hat einer mir das eröffnet und gesagt, da fragst du noch, ja, weil du bist ja Nazi. Und das lag daran, dass die Taz, da gab es einen Taz-Redakteur in Nürnberg, der kam aus demselben Verein wie Trampert, Rehns und die anderen Freunde, von denen schon die Rede war. Und der hatte so eine Auflistung gemacht, wer kommt da für die Grünen im Bundestag? Und bei Häfner hat er geschrieben, ein Revisionist und Kopf des nationalen Flügels in Bayern. War vollkommen falsch, aber ein Etikett. Und das heftete mir da an. Aber es gab ja einige. Es gab Lukas, es gab Petra, es gab Milan, es gab eine Reihe Menschen, die dann ein anderes Verhältnis dazu hatten. Und dazu zählte ich damals auch. Gut, wir wollen jetzt auch kein Bashing derer betreiben, die dann eine andere Meinung hatten. Aber einfach für die Rückerinnerung und das dieses Stimmungsbild, was wir ja doch bei so einer Veranstaltung auch erzeugen wollen, ist es wichtig. Wie haben Sie denn, Herr Templin, das erfahren, nachdem Sie ja nicht freiwillig in den Westen gegangen sind? Also ein Bewusstsein für das, was wir dann in der Verfassungsinitiative nach 89 versuchten, das dämmerte mir schon während und in diesem Aufenthalt. Der ging ja von Anfang 88, Februar 88, also aus Hohenschönhausen direkt raus, bis Ende November 89. Das wären 2 Jahre gewesen aufgrund einer hinter den Kulissen zustande gekommenen Beteiligung der Kirche, also sehr, sehr eigenwilligen Verabredung, die Bärbel Bohley ein halbes Jahr, die war dann noch sturer, die sagte, ich nur ein halbes Jahr, die schaffte es zurückzukommen, das war im Grunde genommen einmalig, weil so gut wie jeder andere ja blieb. Auch die Hoffnung, wir würden bleiben, waren natürlich bei den Beteiligten da. Und ich habe dieses ein Dreivierteljahr die Bundesrepublik doch ziemlich vielgestaltig erleben können. Zunächst ungeheuer lebenserleichternd, also man konnte sich dort im Gegensatz zu unserer vorherigen Situation normal, ständig ohne den ständigen Druck bewegen. Ich habe eine aktive Zivilgesellschaft, selbstbewusste, kritische Bürger erlebt, in ihrem eigenen Gemeinwesen, aber gegenüber unseren Problemen bis auf eine Minderheit doch sehr, sehr fremd. Manche interessiert, viele aber mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Und dann ist mir, je länger wir da waren, von Monat zu Monat, ein Widerspruch aufgefallen. Es gab diesen Schub von 68, diese zivile Aktivität, es gab diese Offenheit, aber es gab dieses starke Desinteresse, was bei vorhandener Reisemobilität nach Ost wie West mir fast unerklärlich war, wieso macht man außer Urlauben so wenig draus. Und es gab so eine Art fossilen Riss durch diesen Gesellschaft, durch diese auch Staatskonstruktion, der noch von vor 1968 herrührte, eine Familienpolitik, wo ich dachte, wo leben die eigentlich? Was ist der Anspruch auf Berufstätigkeit der Frauen? Warum der in der DDR und unter welchen Zwängen und Drücken zustande kam und was DDR-Gleichberechtigung bedeutete, das wäre ein eigenes Thema. Da bin ich nie ungeteilt von den Bedingungen her, konnte ich die nie ungeteilt als nur positiv ansehen. Aber sie brachte Resultate, die im Westen, da war der Hausfrauenstand heilig. Da hatten wir unseren 3-jährigen Sohn in einer Kinderbetreuung, die ging 3,5 Stunden. Das war's. Schon das waren auf die Idee zu kommen, dass man am Nachmittag, also das hätte schon als unsozial gewirkt und alles, also das, was dann zentrale Themen unserer Verfassungsinitiative wurden, fiel mir, ohne dass ich wissen konnte, das wird auf einer solchen Ebene in Kürze auch für mich dran sein, förmlich auf die Füße. Auch die Frage, natürlich war der Mann der Mittelpunkt der Familie, also dieses ganze Familienpolitik, Gleichberechtigung oder unsere Frage, wir kamen ja aus einer oppositionellen Vorform von Bürgerbewegung, warum nicht mehr unmittelbare Beteiligung? Warum nimmt die klassische Politik, also die in der politischen Klasse sind, warum nehmen die eine eigentlich vorhandene, wache und aktive Zivilgesellschaft immer nur so als Rand? Ja, man hört, was die sagen, aber wirklich einen Einfluss, ach, das machen wir schon unter uns. Und das staute sich so als noch unverarbeitete Erfahrung auf und hat mich dann eigentlich in so eine Verfassungsrunde gebracht mit der Überlegung, das, was sie haben, ist eine gute Grundlage, aber die ist durchaus innovations- und veränderungsfähig. Frau Köhn, Sie haben mal 1990, habe ich gesehen, in einem Interview
gesagt, jetzt wollen wir Politik machen. Das klang richtig energiegeladen. Und dann war gemeint mit dem Wir die Frauen und die Gleichberechtigung. Die war bei den Westgrünen, deren Wurzeln ja bekanntlich auch bei den Feministen und Feministinnen lag, ja nicht ganz kein fremdes Thema. Aber was meinten Sie damals damit, dass wir jetzt auch den Bogen zu Verfassungsentwürfen und Zielen, die solche Verfassungen, andere Verfassungen gehabt hätten, vielleicht nochmal beginnen zu schlagen? Gleichberechtigung. Ja, wir ja, fangen an bei der Gleichberechtigung. Wo ich anfange, hinten oder vorne? Überlege gerade. ich meine mich zu erinnern, dass es so einen Moment bei den Westfrauen gab, der Dankbarkeit über die Ostfrauen, weil wir bei der großen Diskussion um den Paragraphen 218 eine andere Position mit eingebracht haben. Das erinnere ich. Und da gab es mal so Mini-Momente, wo, ne, Eva, wo ihr auch ganz dankbar wart, dass es uns gab, die wir eine progressive Haltung hatten, die wir über viele Dinge anders gedacht haben. Das war nicht reibungsfrei, weiß Gott nicht. Und im Rahmen des Kuratoriums und unserer öffentlichen Diskussion, die wir ja gemacht haben als erste deutsche gesamtdeutsche Bürgerinitiative, haben wir ja auch ein Forum nur zu Frauenrechten gemacht, nicht umsonst, weil wir eine starke Kraft waren. Und für DDR-Frauen, oder ich kann nicht für alle reden, aber das, so wie ich es erlebt habe, war sozusagen die Kinderstube der Demokratie, also die eigenen Demokratisierung, war diese unmittelbare Wendezeit. War es möglich, sich am runden Tisch zu äußern, unabhängig von Verfassungsfragen, überhaupt öffentlich aufzutreten, ohne Risiken, ja, überhaupt ins Bewusstsein zu treten. Und wir haben natürlich vieles erstmal auch aus der ehemaligen DDR hinterfragt, auch die Doppelbelastung und auch die wenigen Entfaltungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Das ist so die Gemengelage. Also es ging nicht sofort um Verfassung, es war ja vieles gleichzeitig in dieser Zeit. Also bei der Ausdehnung des Wirkungsgebietes des Grundgesetzes gab es dennoch die Überlegung natürlich, dieses Grundgesetz auch zu verändern. Und es gab einen Verfassungsentwurf des Runden Tisches. Und wir klären jetzt mal, welche Verfassungsträume damals geträumt wurden. Was wollte der Runde Tisch? Der Verfassungsentwurf des Runden Tisches, was der Runde Tisch wollte, würde den Rahmen sprengen. Also mein Grundtraum, und an dem hat sich in der Gültigkeit überhaupt nichts geändert, selbst wenn er sich nicht so erfüllt hat, aber zu dem stehe ich bis heute. Es geht um einen Neubeginn. Ich habe sehr lange und tue das in gewissen Momenten bis heute nicht von Wieder-, sondern von Neuvereinigung gesprochen. Es war für mich eine Neuvereinigung. Ich kann Gesellschaften, die sich 40 Jahre lang unter so extrem ungleichen Bedingungen entwickeln, nicht einfach wieder zusammenfügen. Natürlich war es ein Wieder im Sinne des Zusammenkommens, deswegen hat der Begriff seinen Sinn, aber für mich war dieses Neuvereinigen, dieses Moment das Entscheidende. Und ich hatte durch die Vorerfahrung in der Bundesrepublik eins kapiert. Die Fallhöhe, dieser Unterschied zwischen dem, was in der DDR gelebt werden konnte, was man auch an existenziellen Möglichkeiten hatte, in der Summe der ökonomischen, der sozialen Möglichkeiten und immer dazu gedacht Begrenzung der ruinösen ökologischen Situation. Das ergab eine Summe, die selbst denjenigen, die sich aus der Ergebenheit in den Widerstand oder Anpassung in den Widerstand bewegten, an der Größe dieser Aufgabe, die damit zu bewältigen war, wenn man das realistisch vor Augen kam, dann konnte einem schon anders werden. Also dass diese extreme Ungleichheit und auf allen Gebieten eigentlich Überlegenheit der Bundesrepublik, die etwas erfordert hätte, was in vielen einzelnen Momenten und im Einzelengagement zustande kam. Hilfe, Solidarität, Partnerschaft. Die aber durch dieses Ungleiche und auch dieses Maß an mit anderen Sachen befasst sein, Desinteresse, Eigeninteresse, Egoismus, ganz stark auf Seiten der Bundesrepublik dazu führte, den anderen nicht ernst zu nehmen, das als eine Art Anschlusszug zu betrachten. Da kommt ein Waggon, bei uns läuft's und der soll hinten dran. Und mein Grundansatz, der mich auch in die Verfassungsdebatte mit allen einzelnen Teilen führte, war ein Verfassungsprozess, den wir anstreben auf der Basis des Grundgesetzes, aber auch mit der Symbolik und der Konstitution,
institutionellen Bedeutung eines solchen Verfassungsprozesses rein in die Öffentlichkeit, die Debatte gesamtdeutsch darüber, das hätte die Chance gegeben, in diesem nicht aufzuhebenden Ungleichen ein Zueinanderkommen im aufrechten Gang, das war ja so ein Bild, was wir alle vertreten haben, zu versuchen zu bewirken. Das steckte für mich im Grundsatz dahinter, mich in dieser Verfassungsdebatte und in diesem Kreis zu engagieren. Und es war in der Summe eine tolle Erfahrung. Das kann ich bis heute sagen, in beiden Phasen, also runder Tisch und Kuratorium. Bleiben wir mal erstmal beim runden Tisch und der frühen Debatte. Wie haben Sie die wahrgenommen? Gab es da eine Anschlussfähigkeit zu dem, was Ihrer Vorstellung nach die Demokratie an neuen Impulsen gebraucht hätte? Eine dann ja gesamtdeutsche Demokratie? Ja, absolut. Es war eine sehr, sehr spannende Debatte, Entwicklung und Zeit. Und ich meine, die Tragik ist, dass das nicht zum Zuge kam, dass es nicht greifen konnte. Aber ich glaube, dass das für die ganze Republik von unglaublicher Bedeutung gewesen wäre, wenn dieser Auftrag des Grundgesetzes erfüllt worden wäre. Also Verfassung ist ja sowas wie Selbstverständigung. Ja, wie wollen wir leben? Was sind unsere Grundsätze? Was sind die elementaren Regeln und so weiter? Eine Verfassung gibt nicht der Regent oder die Regierung oder das Parlament den Bürgern gnädig, sondern jedenfalls in der Demokratie ist die Verfassung sozusagen der Gesellschaftsvertrag, ist das, was die Bürger miteinander vereinbaren und worin sie auch den Rahmen definieren, innerhalb dessen dann die gewählten Organe Macht ausüben können. Wenn man die gewählten Organe diesen Rahmen selbst definieren lässt, dann werden sie immer ihre Macht stärken und die der Bürger schwächen. Deswegen müssen die Bürger das machen. Und das Interessante ist doch, dass das schon bei der Verhandlung des Grundgesetzes formuliert wurde. Der stellvertretende Präsident des Parlamentarischen Rats, Carlo Schmidt, der eindeutig, wenn man die Protokolle nachliest, sozusagen der klarste Kopf, klarste Denker und Visionär da war, dem wir unendlich viele wichtige Verfassungsartikel auch in ihrer lakonischen und zugleich sehr präzisen Formulierung verlangen, weil er auch noch ein Sprachkünstler war, der hat eben gesagt bei der Abschlussdebatte über das Grundgesetz, in einem demokratischen Gemeinwesen kann die Verfassung nur vom Volk beschlossen werden. Wir aber machen hier ja gar keine Verfassung. Wir machen nur einen Schuppen, einen Notbau. Und dem Notbau gibt man nicht die Weihe, die erst dem festen Hause gebührt. Das war sozusagen die Rechtsauffassung. Und das war auch das, was dann im Grundgesetz in der Präambel und dann in Artikel 146 ausgeführt wurde. Also Präambel, um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben. Und da wurde aufgezählt, für wen das gilt, für die Deutschen in den Ländern. Dann wurden sie genannt. Ja? Dieses Grundgesetz, eben nicht Verfassung, weil Verfassung gibt es erst, wenn alle Deutschen entscheiden können. Und dann Artikel 146, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, und wenn die Deutschen in freier Entscheidung eine Verfassung beschlossen haben. Und ich glaube, dass dieser Akt, dass man miteinander, und zwar sowohl im Hinblick auf den Gehalt dessen, was man schon erreicht hat, an Erfahrung, an demokratischer Kultur, als auch im Hinblick auf das, was man sich für die Zukunft vornimmt, dieser Akt sozusagen der Selbstverständigung, wie wollen wir leben, und dass dann die Bürgerinnen und Bürger in West und Ost gemeinsam darüber entscheiden und sozusagen an der Wiege des neuen Gemeinwesens die Bürgerinnen und Bürger stehen und nicht staatliche Organe. Ich glaube, es hätte ein völlig anderes Lebensgefühl geschaffen, eine andere Form von Staatlichkeit und Gemeinwesen. Ich glaube, das können wir uns schwer ausmalen, wie anders die Geschichte verlaufen wäre, wenn das gelungen wäre, mal völlig unabhängig von den Inhalten, auf die wir vielleicht noch kommen. Ja, ich würde jetzt gerne auf die Inhalte kommen. Denn also, aber ich glaube, dass dieser Akt alleine... Also Carlo Schmidt oder Frau Selbert oder wer auch immer von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes hatten die Perspektive nicht. Sie konnten nicht wissen, ob es 40 Jahre dauert und was passieren würde. Sie wussten nicht, dass das Saarland irgendwann abstimmen würde und so weiter. Sie konnten ja nicht in die Zukunft schauen. So. Nun hatte sich 89 nach 40 Jahren das Grundgesetz in irgendeiner Weise, das ist auch bei den Grünen ja nicht so wirklich umstritten, auch bewährt. Wieso brauchte es etwas Neues? Was hätte es Neues gebraucht?
Also ich will nur mal sagen, ich glaube, den zentralen Grund habe ich schon genannt. Ich glaube, es gibt noch eine ganze Reihe inhaltlicher Gründe. Die würde ich jetzt gerne. Aber ja, aber Vorsicht, weil diese inhaltlichen Gründe sind dann sozusagen Gründe aus der Sicht derjenigen, die mit diesem Grundgesetz über eine lange Zeit gelebt haben und die dann selbstverständlich sagen können, an der und der Stelle ist das 40 Jahre alt, da müssen wir das weiterentwickeln. Aber das ist für mich die sekundäre Frage. Die primäre ist, dass man nicht einfach wie ein Oktroar dem anderen Teil Deutschlands das von oben überstülpen kann. Also man muss erst mal sagen, was sind eure Gesichtspunkte, eure Erfahrungen, was sind unsere und was machen wir jetzt miteinander? Das war der eigentliche Ansatz. Und wir wollten, dass es darüber am Ende eine Volksabstimmung gibt. Also dass nicht, dass sozusagen eine Verhandlung unter erlauchten Persönlichkeiten ist, sondern dass das eine offene, öffentliche Debatte ist, an der sich alle Beteiligten am Ende die Bürgerinnen und Bürger in Ost und West in gleicher Weise entscheiden. Aber natürlich gibt es inhaltlich viele, viele Punkte. Im Grunde hat Wolfgang Tendin ein paar schon angedeutet. Also das Verhältnis von Frau und Mann zum Beispiel, das Verhältnis der Geschlechter war zur Abfassung des Grundgesetzes ein völlig anderes, als es mittlerweile geworden war. Und das hätte man, so wie wir das in dem Entwurf gemacht haben, dann auch sozusagen entsprechend ausdrücken müssen. Übrigens auch das Verständnis von Ehe und Familie. Wir haben das ja so gegriffen, dass wir gesagt haben, überall da, wo Menschen in Lebensgemeinschaften leben und insbesondere da, wo sie für andere sorgen, also für solche, die der Sorge bedürfen, Kinder, Pflegebedürftige, Alte und sowas, da ist das, verlangt das sozusagen eine besondere Privilegierung des Staates, in anderen Fällen nicht. Die Demokratie, wir hatten eine Zuschauerdemokratie über 40 Jahre, obwohl es anders gemeint war und obwohl die Bürgerinnen und Bürger überall im Land das Empfinden haben, ja, wieso werden wir nicht gefragt? Wir wollen abstimmen können über wichtige Fragen. Also wollten wir direkte Demokratie. Wir haben ein anderes Verständnis gehabt, überhaupt von den Staats-, den Bürgerrechten und den Rechten, die sozusagen den Deutschen vorbehalten waren im Grundgesetz. Das ist den wenigsten bewusst, gehen sehr viele Artikel damit los. Das heißt, alle Deutschen haben das Recht, sich jederzeit friedlich zu versammeln. Alle Deutschen haben das Recht, sich zu vereinigen und so weiter. Und wir haben uns immer gefragt, wieso eigentlich alle Deutschen? Ja? Und was ist mit denen, die in diesem Land seit 10, 20, 30 Jahren leben, aber damals keine Deutschen waren? Ja? Das heißt, das haben wir alles radikal geändert. Wir haben alle bisher deutschen Rechte zu Bürgerrechten gemacht und wir haben bestimmte Bürgerrechte zu Menschenrechten gemacht. Also könnte ich jetzt Sie weitermachen, sagen, aber Sie. Wir haben das radikal geändert, dann ist Blick, das jetzt schon Ihr Blick auf den Entwurf des Kuratoriums. So Sie wollten ein paar inhaltliche Ich wollte inhaltliche Gesichtspunkte und mal versuchen abzugleichen, ob die, Frau Köhn, mit dem, was Sie wollten, kompatibel war. Hat man sich überhaupt darüber verständigt, was. Sie haben da ein Mikrofon. Ja, genau. Ja, bevor wir nochmal zu den Inhalten kommen, nochmal zum Verständnis des Kuratoriums, was wir eigentlich waren, wer wir waren. Ich habe schon genannt, das ist die erste gesamtdeutsche Bürgerinitiative. Und wir waren auf der einen Seite ein Personenbündnis von knapp 200 prominenten Unterstützerinnen und Unterstützern aus Ost und West, Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft. So würde ich es nennen. Ich habe auch die Namensliste hier, da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Das wissen vielleicht nicht alle, die nicht dabei waren. Und wir waren auf der anderen Seite auch jemand, die sofort, also wir waren ohne Rechtsform, Lukas, ne? Kann man noch so sagen. Wir waren auch kein Verein. Wir waren ein loser Haufen. Eine bunte, super Truppe, die dafür gesorgt hat, dass diese Verfassung neu geschrieben wird. Und wir haben uns das selber zum Auftrag gemacht. Und ich war ab 91 die Geschäftsführerin, kam aus der Volkskammerfraktion als Mitarbeiterin dazu. Und das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und Sie wurden getragen, muss man ja sagen, von dieser großen Welle der Unterstützung, weil das ganz selten war. Ja, also auch so von einer kleinen Welle. Also wir waren schon ein elitärer Haufen mit einem großen Anspruch und, dem Bedürfnis einer breiten Diskussion. Also diese Klammer hatten wir von Anfang an. Das finde ich nach wie vor wichtig. Ich war extra im Archiv Grünes Gedächtnis und habe mir unsere alten Akten angeguckt und war gerührt. Nicht nur, weil es was Haptisches ist, wenn ich noch alte Fax-Thermodeckblätter angucke, wie wir mit Deckblättern die Presse eingeladen haben. Und wir haben immer überregionale Presse gehabt. Wir waren ganz öffentlich von Anfang an, das finde ich in der Rückschau, also für mich gerade aus dem Osten, die aus so einer intransparenten Diktatur kommt, ein Riesenschritt. Für mich war das ein enormer Emanzipationsprozess. Und wir haben alles öffentlich diskutiert. Wir haben einen eigenen Entwurf geschrieben und zwei Kongresse gemacht und Anhörungen und so weiter und so fort. Drei wohl sogar.
Drei Kongresse. Weimar, Potsdam. Mit der Gründungskongress und die NAAC, genau. Frankfurter Paulskirche, Weimarer Nationaltheater, symbolische Orte Reichstag. Gefunden. Potsdam. Absolut. Und Paulskirche und in zum Frankfurt. Zum Beispiel Weimar waren 900 Leute. Ach, Eva, lass uns mal jetzt ein bisschen loben. Und noch ein anderer Effekt, die Länderverfassung im Osten, das darf man auch nicht vergessen. Das ist so ein Sekundäreffekt, wo der Kuratoriumsentwurf in vielen, vielen Punkten sich niedergeschlagen hat, mit so auch Vorstellungen von Akteneinsichtsrecht. Das sind die Diktaturerfahrungen, wir wollten das drin haben. Kann ich mich gut erinnern, dass das wichtig war. Ökologie als Staatsziel. Wir hatten viele Staatsziele, würde man heute bestimmt kritisch sehen, egal. Ja? Es trägt eine sehr grüne Handschrift. So, das sind so auch sozusagen die Facetten dieses Kuratoriums. Das finde ich nochmal interessant anzugucken, welches Gebilde wir waren. Kein Jurist, der mit uns diskutiert. Osten, ne? Nicht nur im Osten, sondern es gab drei westliche Bundesländer, die in ihrer Verfassung ein Analogon stehen hatten zu Artikel 146, also dass die Verfassung dann geändert werden müsse und die das auch gemacht haben. Und ich habe für Niedersachsen damals den Verfassungsentwurf geschrieben, da ist ganz viel wortwörtlich aus unseren Ideen vom gemeinsamen Verfassungsentwurf ist dann in der niedersächsischen Verfassung geltendes Recht geworden und eben in den ganzen sogenannten neuen Bundesländern. Trotzdem das mit der Welle. Das darf man sich nicht falsch vorstellen. Also erstmal muss man sagen, das, worüber wir jetzt reden, das kennt heute irgendwie jener, der ein bisschen sich mit Geschichte beschäftigt. Aber damals, als wir anfingen, war das überhaupt kein Thema. Also ich hatte das Glück, dass ich sehr viel früher das Grundgesetz sehr gründlich studiert hatte und insbesondere die Protokolle des Parlamentarischen Rates, aus einem ganz anderen Grund, weil im Grundgesetz steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Und wir hatten in Deutschland noch nie eine Abstimmung. Ich wollte immer wissen, was ist mit den Abstimmungen gemeint? Das konnte mir niemand beantworten. Und deswegen habe ich das untersucht mit einem Bekannten zusammen. Im Bundesarchiv in Koblenz kamen wir dann irgendwann an die Originaldokumente und konnten dann nachweisen, dass tatsächlich damals Volksabstimmungen gewollt waren. Das war Carlo Schmid, dem wir das danken. Und ich hatte in diesem Kontext nicht alle, aber die meisten Protokolle des Parlamentarischen Rates gelesen und habe mich an diese Sache erinnert. Als ich im Bundestag gesagt habe, für die deutsche Einheit sei Artikel 146 vorgesehen, nicht 23, gab es empörtes Höhnen und Brüllen von allen Seiten. Und ich habe das mehrmals gesehen, es war dann Hildegard Hamm-Brücher, war die Erste, die gesagt hat, der Häfner hat recht. Das war lange Zeit überhaupt kein Thema. Und das andere noch beim Kuratorium, man muss schon mal sehen, wir haben alle 14 Tage ein ganzes Wochenende gearbeitet. Und das waren Leute, die durchaus was Besseres in ihrem Leben zu tun gehabt hätten, weil wir haben allein an dem Entwurf mehr als ein Jahr gearbeitet. Das ist eine unglaubliche Kraftanstrengung und Substanz, dass Menschen ohne irgendeinen Auftrag, ohne irgendeine Bezahlung sich regelmäßig zusammensetzen und sagen, wir machen jetzt eine Verfassung für dieses gemeinsame Land. Und wenn es um die Inhalte und Schwerpunkte geht, also eine Grunderfahrung von mir ist ja mit den Wellen in der Geschichte, das ist toll, wann sie passieren und eintreten, vieles andere ist so eine Art Sickerstrom. Und wenn ich auf den Katalog der Forderung oder Vorstellung, die wir damals hatten, 25 Jahre und das, was im Laufe dieser 25 Jahre, unter welchen Voraussetzungen, Debatten, Auseinandersetzungen auch immer passiert ist, ein Löwenanteil davon ist ja Realität geworden oder steht davor, Realität zu werden. Wenn ich an die ganzen Fragen denke, Veränderungen in der Sozial- und Familienpolitik. Wer hätte sich damals träumen lassen, dass das Grundrecht auf einen Krippenplatz oder der Drang danach, diese Form gesellschaftlicher Mitverantwortung für Erziehung auszubauen. Mittlerweile ist es fast zum Mainstream geworden oder auch die Auseinandersetzung um mehr und mehr an plebiszitären Elementen und aktiver Demokratie. Das heißt, Sie waren irgendwie Ihrer Zeit voraus, meinen Sie? Das würde ich damit sagen. Vielfach und wird dass ja es dann doch passiert ist und sei es im Nachhinein und zögernd und in Schritten, das gibt auch ein gutes Gefühl dabei. Nicht, weil wir das... Ja. Sondern weil wir im Grunde genommen den Puls dessen, was sich ohnehin entwickeln wird, vielleicht etwas eher gespürt haben. Also Werner Schulz sagt ja immer, wir hätten einmal, wie Sie auch sagen, ein größeres Gemeinschaftsgefühl entwickelt in Deutschland. Es wäre also gewissermaßen für die innere Einheit
besser. Wir hätten alle einen Neuanfang in irgendeiner Weise gespürt. Das hat die Vermögensverhältnisse im Westen auch nicht verändert. Aber und beklagt, dass die Impulse aus der Bürgerbewegung der DDR nicht aufgenommen wurden in diesen in einen neuen Verfassungsentwurf, in eine neue Verfassung. Und die große gesellschaftliche Debatte, die hätte auch zu den anderen Kernthemen geführt, davon bin ich zum Beispiel überzeugt. Die ökonomischen Schieflagen im Vereinigungsprozess, die für mich überhaupt nicht zwingend sind, Sie sagen die Frage Eigentum, die Konstruktion der Treuhandgesellschaft. Ich denke, ein Ganzteil der ostdeutschen Gesellschaft hätte bei stärkerer Auseinandersetzung früherer mit ihrer eigenen Situation den Realismus bekommen, der dann zu spät kam und dann manchmal zu heulen und Zähne klappern geführt hat. Die haben uns doch über den Löffel gezogen. Und dann zu diesen für mich wiederum eher unangenehmen, ihr habt uns beschissen, ihr habt uns betrogen und jetzt zahlen wir es uns mal, euch mal mit einer anderen Art von Widerborstigkeit ein. Das ist eine Art Eigensinn, den ich im Verspäteten nicht so sehr toll finden kann, aber ich sehe da Ursachen darin. Frau Kühn nickt, hat aber erstmal mit dem Kopf gewackelt, was so aussah wie ein Widerspruch. Vielleicht können Sie den auch verbalisieren. Naja, als ich mich vorbereitet habe im Archiv in der Eldenaer Straße, was früher ein Schlachthof war, als ich noch, bin ja Berlinerin, ja? Ich bin ja eine der wenigen Berlinerinnen hier. Da bin ich mit der S-Bahn immer dran vorbeigefahren und da standen Schweine in den Gattern. Kennt das Bild noch jemand außer mir? Landsberger Straße, Henne, klar, kennst du noch, ne? Jetzt ist es ein super schicker Gewerbehof. Oh, hallo, Tür zu, S-Bahn, bin da mal zur Schule gefahren und dennoch an der Mauer lang Bornholmer Straße. Na gut, so viel dazu. Also, als ich bei euch saß, habe ich mir eine Timeline gemacht, eine mehrfarbige Timeline, um das nochmal einzuordnen, was da eigentlich los war. Und es gab mehrere Ebenen, also es gab ganz viel parallel. Auf der einen Seite gab es Fall der Mauer, 28.11. 10-Punkte-Programm, dann kam schnell der zentrale runde Tisch. Dann war 1990 2+4 Gespräche, Volkskammerwahlen, Beitritt und dann gab es uns bald. Parallel dazu war auch immer Einigungsvertrag, Wahlen zur Volkskammer, Beitritt und so weiter und so fort. Und insofern... Und wenn wir daran denken, dass die Volkskammerwahlen damit ausgegangen sind, dass die Allianz für Deutschland, wie viel, 50%? 48% geholt hat mit dem Slogan, nie wieder Sozialismus. Das ist auch eine hysterische Zeit gewesen. Ich verstehe deine Nachdenklichkeit, Wolfgang, zu sagen, naja, das hätten wir vielleicht ein bisschen anders auch gestalten können. Andererseits war es unglaublich dynamisch. Das war eine irre Kaskade, es war nicht aufzuhalten. Parallel liefen die Stasi-Enthüllungen und runder Tisch die zentralen Forderungen zur Auflösung und wie Ingrid Köppe immer darstellt, und wo steht der zentrale Datenspeicher des MFS und wo steht der zentrale Datenspeicher. Gleichzeitig sind wir zu Demos gerannt, dann Verfassungsdiskussion. Also es war gar nicht zu steuern und nicht aufzuhalten. Es ist ja ein Wunder bis heute, dass das alles so gut gegangen ist. Und deshalb ist es klar, sind wir heute schlauer. Aber die Ullmann-Vorschläge in Sachen Treuhand lagen zur gleichen Zeit auf dem Tisch. Also insofern waren wir auch auf diesen Gebieten nicht ganz ohne handfeste Argumente. Ja, das ist natürlich aber Politik auch immer das Finden von Mehrheiten. Wir haben vorhin in der ersten Runde schon über Enttäuschung oder Kränkung gesprochen. Waren Sie damals gekränkt, dass es nicht geklappt hat? Enttäuscht? Ich bin da anders gestrickt. Ich habe versucht zu verstehen, warum nicht. Das ist von daher und auch in vielen anderen späteren Phasen meine erste Frage gewesen. Und von diesem Ansatz her halte ich es eben nicht für alternativlos. Also dass sich das, was wir dann vor Augen haben, durchgesetzt hat. Im Grundsatz alternativlos, aber nicht in entscheidenden Gestaltungsfragen. Und eine dieser entscheidenden Gestaltungsfragen spielt auch in den Verfassungsentwurf rein. Siehe die Sozialstaatsprinzipien, war die Frage, wie wird sich die Frage der ökonomischen Umgestaltung in den neuen Bundesländern, also was siegt da? Siegt da marktwirtschaftliche Verantwortung? Oder siegt da der blanke Egoismus, der sagt, jetzt kommen wir zum Zug und zeigen es den blöden Ostlern schon, wer die größere Erfahrung hat.
genau sowas steckt. Frau Gröber hat gesagt, hätte eine Verfassung, eine gemeinschaftliche neue Verfassung eindämmen können? Nein, aber ein Verfassungsprozess, der ja auch die Auseinandersetzung darüber eingeschlossen hätte, mit den dann vorhandenen verschiedenen Vorschlägen, hätte den Realismus darüber, wer legt da eigentlich was auf den Tisch, welche Interessenlagen stehen sich gegenüber. Und das bildet sich ja dann auf einer höheren Ebene in der Verfassung ab. Wir könnten bis zu der Frage kommen, haben wir diesen ganzen neoliberalen Zwischenschub, den wir hatten, alternativlos, musste der alternativlos sein. Die Besinnung darüber, was andere Werte sind, die ja zentral im Grundgesetz stecken, die man ernst nehmen kann oder man unterläuft sie mal, die wird und würde ja zu späteren Zeiten wieder geführt. Das ist ein anderer Teil der Verfassungsdebatte, aber der ist mir nicht unerheblich wichtig. Herr Häfner hat schon einen bedeutenden Teil des Grundgesetzes angesprochen, nämlich die Präambel. Inwieweit hätten Sie die Präambel ergänzen oder gar ablösen wollen? Sie sehen, ich gehöre zu den Verfassungspatrioten, dass mir da die Vorstellungskraft ehrlich gesagt fehlt, aber vielleicht können Sie mir da auf die Sprünge helfen. Ich sage mal einen anderen Punkt. Zum Verfassungsprozess oder zu den Höhepunkten gehört ja auch die Symbolik. Ich hätte mir zum Beispiel eine andere Nationalhymne gewünscht. Auch das war bei uns in der Diskussion. Bleiben wir mal ganz kurz bei der Präambel. Also ich würde gerne jetzt doch noch mal was Gutes über das Grundgesetz hören. Vielleicht bin ich da auf dem falschen Dampfer. Aber an der Präambel hätte ich gar nicht so viel geändert. Okay. Sie? Aber wie gesagt, am Rahmen dessen, was dann das neue Gemeinwesen ausmacht. Klar. Ja. Also, wir hatten die Präambel verschlankt, weil die Präambel ein großartiger Einstieg ist, aber eine bestimmte historische Situation beschreibt, die so nicht mehr bestand. Die Präambel hat ja einen Weg beschritten, in dem das Grundgesetz sozusagen von den Ministerpräsidenten der Bundesländer im Bundesrat beschlossen wurde. Und deswegen wurden die Länder namentlich aufgezählt und sowas. Das hätten wir alles gestrichen. Und das war ja auch dann obsolet. Wir hatten eine andere Formulierung für dieses im Bewusstsein vor Gott und den Menschen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie diese Formulierung war. Lesen Sie. Und wie heißt es? Ja. Wie heißt es dann? Ja, jetzt, wenn wir schon die Chance haben, wollen wir es genau wissen. Also unsere Präambel lautet: Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor der deutschen Geschichte und gegenüber künftigen Generationen, eingedenk der besonderen Verpflichtung, die sich gegenüber den Opfern deutscher Gewaltherrschaft ergibt, ausgehend von den Erfahrungen freiheitlicher Demokratie und dank der durch eine demokratische Revolution vollendeten deutschen Einheit, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen und die Grundlagen allen Lebens zu wahren, entschlossen, ein demokratisches und solidarisches Gemeinwesen zu erneuern, in dem das Wohl und die Stärke aller aus dem Schutz der Schwachen erwächst, hat sich das deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt diese Verfassung gegeben. Danke, Ines. Jetzt kriegt das wurde, weil 25 das eben Jahre danach der Entwurf einen Sonderapplaus. Ja, ich habe mir das jetzt auch geholt, weil das ist so schwierig, wenn Sie solche Fragen stellen. Ich kann das nicht auswendig. Ja. Nein, das wollte ich auch nicht. Es aber ungefähr zu rezitieren, ist tatsächlich angesichts ja der Dichte, der Sprache und der darin kondensierten Gedanken falsch. Insofern bin ich sehr dankbar, dass Ines das zitiert hat. Ich wollte aber, wenn Sie erlauben, trotzdem noch zu Ihrer vorhergestellten Frage, die Sie uns allen gestellt hatten, ganz kurz wenigstens was sagen. Also, Sie hatten gefragt, waren Sie enttäuscht? Und so, also ich enttäuscht ist auch jetzt nicht die richtige Kategorie, aber ich glaube, es wäre ein anderes Deutschland geworden. Und ich meine das mit vollem Ernst. Und ich meine sowohl den Akt, dass wir zum ersten Mal diesen Einstieg gehabt hätten in eine Volksabstimmung, also dieser Akt, dass man zum ersten Mal erlebt, ich bin nicht nur Objekt, ich bin Subjekt. Und das ändert ganz viel, ja, auch in der ganzen Haltung zum Gemeinwesen. Wir leben in einem Gemeinwesen, indem wir sozusagen ständig darin getrimmt werden, dass wir die Gesetze einhalten und beachten und innerhalb dieser Gesetze den für uns maximalen Vorteil suchen. Wir denken im Grunde nicht darüber nach, was ist eigentlich
im Sinne des Gemeinwesens, des Ganzen angebracht und richtig, weil wir das nie gefragt werden. Und so eine, ich überhöhe es jetzt bewusst ein bisschen, so eine gemeinsame Meditation, so eine gemeinsame Besinnung, wie wollen wir leben? Ja? Ich nehme mal nur ein anderes Beispiel, dass wir gesagt haben, der Gebrauch des Eigentums verpflichtet, und zwar haben wir gesagt, nicht nur im Hinblick im Sozialen, sondern auch im Hinblick auf die ökologische Situation des Planeten. Ja? Und wir haben ganz viele substanzielle ökologische Rechte eingeführt, und zwar nicht sozusagen in einem allgemeinen, schwammigen Sinne, sondern als ganz präzise Verfahrensrechte, wie Ökologie in den Entscheidungen ökonomisch, politisch und so weiter durchbuchstabiert werden muss, damit wir sozusagen unserer Verantwortung für die Zukunft des Planeten gerecht werden können und so weiter. Und ich glaube, das hätte dem Land wahnsinnig gut getan. Es ist schade, dass es nicht gekommen ist. Natürlich hat Wolfgang recht, es ist eingeflossen in die Verfassungen aller neuen Bundesländer und einiger alter Bundesländer, und nichts ist verloren. Und dennoch, es wäre anders weitergegangen danach. Und sowohl in Ost wie in West wäre diese ständige Haltung, wo man im Grunde immer so in der Stammtischhaltung, ich habe es ja eigentlich nicht gewollt, ne? Das wart ja ihr da oben, das wäre nicht mehr gegangen, wenn man sozusagen selbst darüber entschieden hätte. Und das, finde ich, ist ein Unterschied. Dagegen spricht aber die westdeutsche Erfahrung mit dem Grundgesetz und dem Verfassungspatriotismus. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass es eine Identifikation irgendwie mit diesem Grundgesetz, was ja lange ganz gut funktioniert hat und so, gibt. Da gab es auch 49 keine Volksabstimmung, aus bekannten historischen Gründen, das müssen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Und trotzdem kamen Habermas und Dolf Sternberger drauf, diesen Begriff zu prägen vom Verfassungspatriotismus. Das heißt, wir identifizieren uns weniger mit der Nation und sowas alles, sondern wir tatsächlich. Der Begriff meint ja, in gewisser Weise stehen wir hinter der Frage, was hält ein Gemeinwesen zusammen, wenn es nicht Blut ist, Religion und so weiter. Deshalb Verfassungspatriotismus. Genau. Es haben sich doch Dolf Sternberger, Habermas und so weiter nicht zu der Frage des Aktes geäußert. Im Gegenteil, Habermas hat sich sehr dezidiert auf unsere. Aber den Inhalt, das ist ja noch wichtiger als der Akt. Nein, Sie haben ja recht. Ich bin ja ein glühender Verfassungspatriot, nur weil Sie sagen, dass das beweise sozusagen das Gegenteil. Das ist ja nicht so. Das ist ein Werk von Jahrzehnten gewesen. Hätten wir die Abstimmung des Grundgesetzes gehabt, wäre der Verfassungspatriotismus vielleicht noch viel größer. Also ich glaube, diese sozusagen Tendenz in der Staatsrechtslehre, die sich verstärkt hat, dass man immer vom Output ausgeht. Und so ist eigentlich wurscht, ja, wie auch Demokratie immer mehr sagt, Demokratie müsse Output legitimiert sein, nicht Input. Ist völliger Unsinn. Demokratie ist Input-Legitimation. Demokratie heißt, dass die Bürger entscheiden, was sie wollen, und nicht, dass sie Zuschauer sind in irgendeinem von ihnen nicht beeinflussbaren Geschehen, wo sie sagen, na gut, am Ende ist es doch nicht so schlimm gekommen. Das ist doch keine Demokratie. Und da hat sich Habermas zum Beispiel am deutlichsten geäußert, aber auch Sternberger. Ich muss Sie ja ein bisschen provozieren. Ich meine, um die Zeit hilft es nichts, wenn wir uns alle einig sind. Also ich stimme da Gerald Helfner zu, und in dem Sinne kann ich dann, würde ich auch für mich sagen, enttäuscht bei allem verstehen wollen, aber tatsächlich enttäuscht über eine vertane Chance, denn die wäre es gewesen in einem sehr großen historischen Sinne. Frau Köhn, es ist zu verschmerzen, denn wenn wir jetzt mal den Sprung ins Heute machen. Unser Panel heißt Verfassungsreformen damals und heute. Wir wollen jetzt nicht über einzelne Verfassungsreformen oder die vielleicht in 10, 12 Jahren nötig sind, philosophieren. Aber wäre wirklich die Welt heute eine andere? Starke Hypothese weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie wir aufgehört haben. Als wir fertig waren, haben wir gesagt, jetzt schreiben wir eine europäische Verfassung. Was ist denn eigentlich daraus geworden? Eine noch größere Herausforderung. Da haben wir gesagt, damals zu früh. Ist es jetzt zu spät? Es ist nie zu spät. Das lernt man vielleicht auch beim Blick auf die Zeit von vor 25 Jahren. Es ist super, dass Sie uns so geduldig um diese Zeit bei einem solchen Thema gefolgt sind. Wir geben uns redlich Mühe, es so der juristischen Feinheiten zu entkleiden, dass es irgendwie handfest und handgreiflich wird. Und das tun wir auch in der Beantwortung Ihrer Fragen. Das Mikrofon steht. Ja, müssen wir gar nicht länger. Also irgendwann war ja dieser Entwurf mal fertig, und ich entsinne mich noch so ganz schwach, dass wir da alle nach Frankfurt am Main gefahren sind, in die Paulskirche, und haben es dort der Öffentlichkeit vorgestellt.
Und anschließend war das völlig totes Thema. Ich möchte einfach mal wissen, vielleicht von dir, wie hat denn das Parlament darauf reagiert und warum ist dieser Entwurf dann verschwunden? Muss doch irgendwie eine Diskussion im Parlament darüber gegeben haben oder irre ich mich da? Nein, es gab keine wirkliche Diskussion im Parlament darüber. Das hat tatsächlich mit den Machtverhältnissen zu tun und der Art, wie bei uns immer noch Politik verstanden wird. Übrigens auch was, was wir geändert hätten, weil es gibt kein Recht von Bürgerinnen und Bürgern, einen Antrag einzubringen, so, dass das Parlament sich damit befassen muss. Und das hätten wir in diesem Verfassungsentwurf anders geregelt. Aber vielleicht darf ich was sagen, was Ihre Frage mit der vorigen verbindet, also nämlich wegen des Schmollens. Also ich glaube, keiner hat geschmollt von uns. Und man muss auch nochmal sagen, die ganze Geschichte ging ja aus einer anderen Enttäuschung hervor. Also wenn man fragt, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dann war die erste Enttäuschung der runde Tischentwurf. Der runde Tischentwurf, der am runden Tisch die Zustimmung aller fand, aller Parteien, Kirchen und so weiter. Und der dann in die Volkskammer ging, Parlament, ja, und dort in die Tonne getreten wurde, weil Helmut Kohl anrufen ließ und gesagt hat, Schluss, also keine eigene DDR-Verfassung mehr. Und dann hat er vier Leute, ich kenne zwei davon namentlich, deswegen habe ich diese Geschichte sehr unmittelbar miterlebt, angerufen, hat gesagt, ihr müsst innerhalb 48 Stunden für die was schreiben. Das hieß dann vorläufige Verfassungsgrundsätze für die ehemalige Deutsche Demokratische Republik, hatte 6 Seiten und da stand im Wesentlichen drin freier Markt. Sonst fast nichts. Und das wurde in der Volkskammer unbesehen beschlossen. Das war für mich, womit ich meine, das, was sozusagen man selbst ausgearbeitet hatte, was lange diskutiert war, hat man ad acta gelegt und was beschlossen, was aus dem Faxgerät oder Telex, glaube ich, war es, kurz vorher gekrochen war, ohne lange Debatte. Also es gab schon eine Debatte, aber ich erinnere auch, wie ihr euch verhalten habt und so, aber es war 24 oder 48 Stunden vorher überhaupt gekommen. Schwarze Stunde. So, und im Bundestag war das genauso, dass Schwarz-Gelb damals die Mehrheit hatte. Und die haben einfach die Debatte darüber verhindert. Wo es noch eine Debatte gab, war in der gemeinsamen Verfassungskommission von Bund und Ländern. Und da war es so, dass zum Ende sich dann immer mehr auf unsere Seite geschlagen haben, was aber nichts half, weil man eine Zweidrittelmehrheit gebraucht hätte und die haben wir nicht gefunden. Insofern ist es tatsächlich machtpolitisch sozusagen folgenlos geblieben. Es ist vom Ansatz her und methodisch durchaus folgenreich geblieben. Und ich würde selbst diese Entscheidung, an die ich mich sehr gut erinnere, wo wir bei unserer letzten Zusammenkunft gesagt haben, wir machen jetzt nicht weiter, sondern wir beerdigen das ganz bewusst, damit sozusagen aus dem Humus dessen, was nach so einer Beerdigung entsteht, wieder was Neues wachsen kann. Mhm. Auch das halte ich für eine sehr kluge Entscheidung, zeigt, dass wir eben nicht, vielleicht enttäuscht, aber nicht im Schmollwinkel waren, sondern überlegt haben, wo kann man jetzt wieder ansetzen. Und das Thema europäische Verfassung ist zum Beispiel eins, an dem ich seit dieser Zeit unablässig arbeite. Democracy International, die Initiative, die ich vor 3,5 Jahren gegründet habe, kümmert sich um dieses Thema. Und ich verspreche Ihnen, es wird kommen. Es wird noch dauern. Aber wir werden eine europäische Verfassung brauchen und wir werden eine demokratische europäische Verfassung brauchen. Und Europa wird auch diesen Schritt gehen müssen, dass es von einem Europa der Institutionen zu einem Europa der Bürger wird. Und das geht nur durch Beteiligung der Bürger. Diese Debatte führen wir jetzt mal gerade nicht. So lapidar zu sagen, naja, dann hat es halt die Zweidrittelmehrheit nicht gegeben. Die Zweidrittelmehrheit hat ja irgendwie auch ihren Sinn, nicht? Also ich will sie jetzt nicht dazu bringen zu schmollen, aber ich finde jetzt eine Zweidrittelmehrheit in demokratisch gewählten Parlamenten jetzt gar nicht so wahnsinnig undemokratisch. Nein, aber dieses zeitverzogen doppelte Trauerspiel, also das hat verschiedenen und eben auch mir sehr intensiv zu denken gegeben. Mhm. Ich hätte ja auch die Rechnung umgekehrt machen können. Ein Teil von uns hat sehr viel Energie in diesen heißesten Monaten in die Verfassungsdebatte am runden Tisch gesteckt. Viele andere, auch von den neuen Kräften, also nicht nur von den Altlasten, von den neuen Kräften am runden Tisch, tickt ganz anders, wenn es um Politik ging. Die hatten eine ganz einfache Formel, die für viele bis heute gilt. Politik, in der Politik geht es um Macht.
Macht zu kriegen und das heißt, die exekutive Wahlen zu gewinnen, ist das Entscheidende. Alles andere ist Beiwerk, Dekoration und dieser Verfassungskram ohnehin. Das heißt, während wir uns mit Verfassung beschäftigten, machten die anderen Wahlkampf, organisierten so etwas sehr schnell, organisierten wir auch, aber erheblich gemindert mit ohnehin schwächeren Kräften, organisierten so etwas wie die Allianz für Deutschland. Mit die einen hatten schwächere Kräfte, aber bessere Slogans und die anderen hatten stärkere Kräfte. Ja, aber wollen wir noch mal die Logik der Machtpolitik gehen? Setzte sich durch und ihr folgten dann eben auch diejenigen, die eigentlich vorher noch am runden Tisch anders waren. Man geht in die große Koalition aus mit staatspolitischen Argumenten, siehe SPD, CDU, was uns im Nachhinein dann wieder in völlig verlorenen Posten stellte. Und ja, ließe sich fortsetzen. Ich sah aus dem Augenwinkel noch irgendeine Wortmeldung, ich kann sie nur nicht mehr genau orten. Also vielleicht hebt der oder diejenige nochmal die Hand oder die Frage hat sich erledigt und erübrigt oder es war. Bitte sehr. Ich finde, Wolfgang, irgendwo, das stößt mir ein bisschen auf. Einfach zu sagen, wenn die Wahlkampf machen, die wollen eine Wachtmacht. Wenn es irgendwie Wahltermine gibt, heißt das auch, dass man eben auch versucht, seine Konzeption durchzusetzen. Meine Frage an die Runde ist aber mal, weil ich ja damals diese Phase irgendwo auch politisch erlebt habe und irgendwo mit Sicherheit die Bestrebung für eine neue Verfassung mit Sicherheit positiv fand. Kann es aber nicht eigentlich auch sein, dass der politische Handlungsdruck, schließlich die Realitäten zu regeln, auch mit neuen Gesetzen so groß war, dass der sehr viele Aktivitäten gebunden hat, die dann einfach nicht mehr für die Verfassung zur Verfügung standen? Das würde ich schlicht dementieren, weil das Intelligente an unserem Ansatz war ja, dass wir eben gerade nicht sozusagen ein retardierendes Element da einführen wollten, also erst Verfassung und dann alles andere, sondern dass das völlig, also der Weg hätte so gehen können, wie er ging und parallel hätte man dann oder auch nachfolgend dazu hätte man über die Verfassung verhandeln und dann diese Verfassung beschließen können. Wir haben nicht gesagt, erst wenn oder sowas. Ja? Wir haben dieses Junktim nicht hergestellt. Also. Sondern? Ja. Ach so. Ja, aber also ich glaube, dann muss man schon sagen, dass das Motiv ein anderes war. Also ich hab diese Dinge ja auch im Bundestag, im Sonderausschuss Deutsche Einheit mehrfach angesprochen und Kohl hat da sehr dezidiert Stellung genommen, hat gesagt, brauchen wir überhaupt nicht und dann kommen all die Unzufriedenen und dann wird das und das in Frage gestellt und dann kriegen wir noch einen Volksentscheid, ja, und sowas können wir überhaupt nicht brauchen. Also das war schlicht der Versuch, diese Debatte nicht zu führen, um nicht sozusagen wesentliche Veränderungen in Deutschland hinnehmen zu müssen. So würde ich das deuten. Also ich denke, wir haben uns in der Doppelfalle befunden. Zunächst, der Handlungsdruck ist zu groß, jetzt geht es nicht oder in dem Moment noch nicht und danach, jetzt geht es nicht mehr. Ja, wir hatten, und das habe ich ja auch miterlebt, wir hatten es schon so angelegt, dass der Prozess zeitversetzt überlegt war und den politischen Realitäten folgte und sie nicht ausklammerte. Also auch dieses vielbeschworene Wort, wir müssen das Zeitfenster ergreifen, in 2 Monaten ist es zu spät, dann hat sich Gorbatschow anders überlegt. Da steckte schon was dahinter, aber das wurde mir zu sehr verabsolutiert, um dann eine Reihe von anderen Möglichkeiten auch gar nicht erst zuzulassen. Danke, ja. Ich war da, glaube ich, auch eine von den 200 und war auch teilweise begeistert, obwohl ich hatte wenig Zeit, weil ich ja zu der Zeit Europaabgeordnete war. Und diese Spannbreite würde ich auch mal gern von dir jetzt hören, Gerold oder auch Ines. Also für mich war natürlich, weil das weißt du jetzt ja inzwischen auch, wie viel man da ständig rumreisen muss als Europaabgeordneter, da ist der Bundestagsabgeordnete total gemütlich dagegen. War das eine ziemliche Spannung. Ja, diese Art Basisarbeit mit dem Kuratorium, das überhaupt erstmal kennenlernen von Ost-West-Leuten. Ich kannte Ines ja vorher nicht, obwohl wir beide starke Frauenbewegte waren, ne? Und einen gewissen Sinn fürs Theater haben. Aber
ich finde, was ihr ein bisschen, also dass ihr euch so erinnert, was da reingearbeitet worden ist, alles toll. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube nach Weimar oder so, wo ich noch stark dabei war, habe ich dann eigentlich im Sinne von Sibylle Volkholz gerade entschieden, also mehr so als politische Praktikerin und die, wie Ines auch sagte, diesen Schub oder diese Kaskaden der Zeit, was alles für Fragen doch inhaltlich gleichzeitig gelöst werden muss. Verstehst du, ich musste mich mit Braunkohle, Atomkraftwerk Greifswald oder andere auch, mit ich weiß nicht was, dann waren da auch noch die Umbrüche in Prag, Ungarn und sonst so. Im August 91 habe ich Sondersitzungen beantragt wegen dem Zerfall der Sowjetunion und so. Und da finde ich es ein bisschen, sagen wir mal, ich möchte jetzt kein schlechtes Wort darin, ja, etwas entweder romantisch oder auch im gewissen Sinne so diese abstrakte Nische, ne, in der sich meiner Ansicht nach die Volksabstimmungsleute seit Jahrzehnten bewegen. Ein guter Idealismus, gute Impulse und sie wirken, das fand ich toll, den Hinweis auf, wie hast du das genannt, Wolfgang? Ja, Sickerströme oder so. Und du hast bestimmt noch andere Ausdrücke dafür, Gerald. Du bist ja auch zäh daran, seitdem ich dich von vor 35 Jahren kenne. Aber ich finde manchmal so Fragen wie, ob jetzt ein Atomkraftwerk schnell geschlossen wird oder wie die Umweltstandards für Osteuropa im Europaparlament entschieden werden. Oder ich weiß nicht, wie viel Arbeitslose war doch auch die Frage. Und ob da die ganzen Obstbäume in Brandenburg niedergemacht werden. Das waren ziemlich unmittelbar konkrete Fragen. Ja. Das finde ich, muss man auch akzeptieren. Und wenn ich mal etwas spitz anmerken darf, ja. Ich kannte ja viele dieser prominenten Herren Professoren, die dann da alle auftauchten. Kaum einer, bis auf Ullmann, war vorher in irgendeiner Weise für Bürgerrechte in der DDR oder Osteuropa engagiert gewesen und hatte sich in irgendeiner Weise positiv zur deutschen Einheit geäußert, haben aber Ehre da geredet. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das Kuratorium nicht einmal in den Grünen Feuer gefangen hat und Dynamik bewegt hat. Und am Schluss noch ganz kurz, Gerald, wie siehst du das denn mit dem Europäischen Verfassungskonvent? Der war doch im Jahr 2000. Habt ihr denn Hilfe, ja, nein, aber ich glaube jetzt. Er hat ja gerade gesagt, ja, also ja. Wo wart ihr da zwischen 2000 und 2005? Ja. Ich finde, da haben ganz viele gepennt zur Europäischen Verfassung. Gut, dann gehen wir jetzt rückwärts vor, gewissermaßen. Dann fangen wir an. Gut, also Europäischer Verfassungskonvent ist zunächst einmal in meinen Augen auch ein Hinweis darauf oder ein Beweis dafür, wie dringend wir auch in der Europäischen Union ein anderes Verfahren brauchen. Früher wurden ja die Verträge einfach nur von den Staats- und Regierungschefs verhandelt. Der Verfassungskonvent hat zum ersten Mal sowas wie eine demokratische Beratungskommission geschaffen. Der erste ist in meinen Augen gelungen, der von Roman Herzog geleitete, der die Grundrechtscharta entwickelt hat. Der zweite, da hat man die Methode wieder angewandt, hat aber von vornherein von den Staats- und Regierungschefs gesagt, wir wollen aber alles in der Hand behalten und hat dann durch viele Verfahrenstricks, zum Beispiel Besetzung des Präsidiums und Formulierung der Geschäftsordnung so, dass nicht der Konvent, sondern nur das Präsidium entscheidet, was das Ergebnis des Konvents ist, das ganze Verfahren blockiert und dann sind die trotzdem, und ich habe viele dieser Sitzungen mitgemacht, miterlebt, dann sind die trotzdem immer mehr sozusagen reingewachsen diese Aufgabe, haben hervorragende Formulierungen erarbeitet und sowas. Dann wurde der Prozess beendet, als sie nicht fertig waren, weil man gesagt hat, in Rom, römische Ratspräsidentschaft, soll das auf dem Kapitol verkündet werden. Und dann wurde im Hinterzimmer sozusagen das noch umgeschrieben von den Staats- und Regierungschefs. Also das ist eine hervorragende Methode, leider nicht so genutzt, dass es wirklich seine Qualität entfalten konnte. Und ich glaube, um das dazu noch kurz zu sagen, dass für die europäische Ebene diese Aufgabe uns ganz dringend noch bevorsteht. Wie kommen wir denn zu einer tragfähigen Verfassungsgrundlage? Und an der Stelle möchte ich nur leise widersprechen, weil erstens, also es mag Menschen geben, die tatsächlich sich so jetzt auf ein Thema, sagen wir Volksabstimmung, weil du das genannt hast, fokussieren, dass sie den Braunkohletagebau oder irgendwas anderes nicht mehr sehen. Ich würde mich dazu nicht zählen und kenne viele andere, bei denen das nicht so ist, sondern man kann durchaus sozusagen im Alltagsgeschäft stehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man ein bisschen auch in längeren Zeiträumen denkt und sich überlegt, was muss ich ins Spiel bringen, um bestimmte Strukturen grundlegend zu verändern. Und da halte ich das für was ganz Wesentliches. Und sehe eher die Politik in der Gefahr, dass sie zu sehr, gerade heute,
ständig in Reaktion ist, ständig Krisenmanagement betreibt und die Debatte mit den Menschen, wo soll es eigentlich hingehen, gerade in Europa, welches Europa wollen wir, was ist unsere soziale Auffassung von Europa, neben sozusagen den vier Grundfreiheiten, wie können wir das regeln, die wird überhaupt nicht geführt und das fällt uns auf die Füße. Hindert sich aber niemand daran, diese Debatte zu führen, und ich will jetzt gar nicht die Bürgerdialoge der Bundesregierung irgendwie hypen, aber dass es diese Diskussion gar nicht gibt, kann man Stand 2015 so nicht sagen. Dass sie vielleicht anders geführt werden als. Da bin ich gern bereit, mit Ihnen darüber zu streiten, weil Sie jetzt sagen, Bundesregierung und andere. Mich hat auf dem Weg eine Frau, jetzt nicht hierhin, sondern neulich, eine Frau angesprochen im Zug, die gesagt hat, sie war jetzt 3,5 Tage auf Einladung der Europäischen Kommission in einem Gasthof, wo sie mit zig anderen beliebig ausgewählten Personen aus Deutschland darüber reden sollte, Zukunft der Europäischen Union. Ja? Und dann haben die da einen großen Workshop gemacht, haben dann viele Flipcharts vollgeschmiert und so weiter. Und dann hat sie gesagt am Schluss, so, werden die das jetzt aufgreifen? Werden die das ernst nehmen? Und dann hat der Mensch, der das geleitet hat, gesagt, natürlich nicht. Wir machen, also das Format ist jetzt so, wir machen, ich weiß jetzt nicht wie viel, 150 solche Veranstaltungen und sowas. Und das kommt dann wird dann da und da gelagert. Und das war nochmal leider die Wahrheit. Ich glaube, dass die Menschen sehr genau spüren, wo findet echte Partizipation statt? Also wo habe ich einen Einfluss auf einen Prozess und auf ein Ergebnis? Eva, das ist natürlich, dann, wie, wenn Sie es hypothetisch anbieten. Vielleicht sollte ich den Mund halten. Also ich verstehe jetzt wir wollen uns da auch nicht verrennen. Wir wollen uns da auch nicht verrennen. Nein, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich würde nur gerne, ab und zu muss man ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Das ist das, was ich gerade getan habe. Aber wir haben Eva Küsthoffs Frage an Frau Köhn noch im Raum stehen und eine Wortmeldung von Frau Birtler. Und dann haben wir eine unbeantwortete Frage. Okay, gut. Ja, mir ist jetzt ein bisschen unbehaglich zumute, weil hier, glaube ich, eine merkwürdige Alternative entstanden ist, die nicht wirklich eine ist. Also ich finde so, ich habe diese Verfassungsdebatte immer verteidigt und finde sie auch nötig, aber nicht sozusagen als eine Alternative zu der machtbewussten Politik, die pragmatisch und zielorientiert ist. Ich glaube, also das wäre ja wirklich, ich glaube auch nicht daran, dass durch eine erfolgreiche Verfassungsdebatte und ein Plebiszit zur Annahme einer solchen Verfassung Politik und Gesellschaft sich grundlegend verwandelt hätten. Es hätte einen wichtigen Einfluss gehabt, aber ich glaube, dass gerade in dieser täglichen Politik, in diesen praktischen Herausforderungen, vor denen Politikern nun mal stehen, in dem Zwang auch Mehrheiten dafür zu gewinnen, wirklich auch Macht zu wollen, um sie zu benutzen, da kann es sehr, sehr nützlich sein, wenn man sich gelegentlich, zum Beispiel bei Gelegenheit einer Verfassungsdebatte, über die Grundlagen dessen verständigt, warum man etwas tut, über die Begründungszusammenhänge, darüber, dass Politik immer das Mandat auch des Volkes braucht oder so. Das ist ein wichtiger Hintergrund, weshalb ich mir diesen Prozess gewünscht hätte. Jetzt mal jenseits von bestimmten Inhalten einer solchen Verfassung, auch wenn sie dem heutigen Grundgesetz zum Verwechseln ähnlich gewesen wäre, hätte ich mir diesen Prozess gewünscht. Der stand für mich immer an erster Stelle, aber nicht als Alternative zu der von uns häufig auch kritisierten Politikpraxis, sondern sozusagen als so einen sinnvollen Background dafür. Vielen Dank. Ja, ich finde Romantik schön. So ein grünes Blätterrauschen. Was spricht dagegen? Und ich gebe auch Marianne recht. Und letztendlich stimmt von allem ein bisschen was. Ja, es ist ein bisschen Romantik. Es war ein bisschen der Pragmatismus des Vereinigungsprozesses. Es musste irgendwie alles schnell gehen, gestaltet werden. 7 Wochen Zeit für den Wahlkampf. Die Bürger standen auf der Straße, wollten alles Mögliche. Wir hatten auch noch andere Ziele. Und na klar, war für uns dann auch die Mission beendet. Und wir sind auch ein bisschen von den Gremien gefressen worden, glaube ich. Also wie so runder Tisch gab es eine Verfassung, später die Enquete-Kommission, dann in den Ländern, da ging es ja irgendwie weiter. Und das ist doch auch gut, ja, zu sagen, wir haben hier auch sozusagen Strahlkraft entwickelt, wir haben weitergewirkt in dem, was wir angezettelt haben. Und damit, finde ich, ist eine Mission auch gut abzuschließen. Diejenigen, die dieses Bemühen als Alternative gesehen haben, die könnte ich benennen, aber die sind also nicht im
die habe ich nicht im Kuratorium gesehen und die habe ich auch nicht mal in der Mehrzahl unserer Arbeitsgruppe am runden Tisch gesehen. Diejenigen, die das wollten, da hätten wir Vereinigte Linke oder so. Das, was Marianne gesagt hatte, stimmt ja genau. Nur wenn ich erheblich sage, wenn ich sage, es hätte einen relativ gewichtigen Einfluss gehabt, dann bedeutet das, ein Korrektiv zu sein. Und ein Korrektiv ist eine Veränderung zum Positiven und nicht die Alternative. Nur das machtfixierte Politik, die sich auf Exekutive konzentriert, dieses Korrektiv braucht und möglichst stark braucht. Davon bin und bleibe ich überzeugt. Und das ist nicht nur im verfassungsgebenden Prozessen, sondern das ist durch aktive Bürgerbeteiligung, das ist durch eine Öffentlichkeit, die ernst genommen werden muss. Ich bin jetzt in Osteuropa immer wieder unterwegs und bin mit NGO-Initiativen konfrontiert, die sich aufopfern, die besten Ideen einbringen und so. Und dann versuche ich, an die Ebene heranzukommen, wo werden die eigentlich, wenn sie mit Vertretern der Verwaltung, wenn sie mit Vertretern der neuen oder alten politischen Klasse zusammenkommen, nicht nur angehört, dieses Anhören, wir treffen uns mal mit euch und hören zu. Ja, das kann sehr folgenlos bleiben, sondern wo haben sie die Möglichkeit, dass ihre Stimme auch Gewicht hat? Das ist die, das, ohne dass man Exekutive und Verwaltungshandeln und so in ihrem je sehr hohen Gewicht ausschalten kann. Also Quintessenz, den Bürger ernst nehmen. Ja, klar. Und anerkennen, was er an Engagement bringt und die Öffentlichkeit ernsthaft in die... Die Instrumente schaffen, dass dieses Ernstnehmen funktioniert und nicht nur deklarativ ist. Ich kann dem 10-mal erklären, ich nehme dich ernst und du bist mir so wichtig und dann geht die Tür zu. Wir machen uns oft nicht ausreichend sozusagen diesen Zusammenhang von Form und Inhalt bewusst. Oder auch wie sehr Instrumente, die wir wählen, Auswirkungen haben auf das, was dann Ergebnis ist. Deswegen nur kurz zu dem, also als du, Ines, gerade die Enquete-Kommission erwähnt hast, ja, da würde ich das in aller Unverschämtheit mal sagen. Also ich finde zum Beispiel, dass das Format der Enquete-Kommission, das ist eigentlich eine großartige Sache. Die Idee ist, Bundestag und Experten aus Wissenschaft, Expertinnen und Experten bilden eine gemeinsame Kommission und denken sozusagen in langen Linien. Ich habe das so erlebt, dass diese Enquete-Kommission, der ich angehört habe, die hat sich regelmäßig getroffen und bei diesen Treffen wurden dann immer Expertisenaufträge vergeben. Ja, man hatte einen Etat, einen großen, und dann wurden Expertisen vergeben und dann wurden diese Expertisen eingereicht, dann wurden sie abgeheftet und alleine in der ersten Legislaturperiode waren es 9 Bände. Ja. Ich habe die zu Hause, es ist vom Boden bis hier. Ja. Und in der zweiten Legislaturperiode waren es nochmal 9, sind jetzt 18 Bände Bericht der Enquete-Kommission. Ich weiß nicht, wer den gelesen hat. Ich weiß nicht, was der im Land bewegt und verändert hat. Ich habe nach einem halben Jahr... Ja, eben. Wichtige also Fälle. Ja. Ist es super wichtig. Aber ich nehme mal ein Beispiel. Ja. Ich war in der Unterkommission, die sich mit Aufarbeitung beschäftigen sollte. Ja. Und ich habe zunehmend, das mag jetzt auch mit meinem Verständnis von Demokratie, Bürgergesellschaft, Gemeinwesen zu tun haben, ich habe zunehmend Unwohlsein bekommen, weil wir haben ständig Leute antanzen lassen, haben denen 12.000, 15.000, 20.000 Mark, glaube ich, damals noch, ja, richtig, bezahlt für ein Gutachten, das wir nicht wirklich debattiert haben, ja, sondern das dann in den Bericht einging. Und mir war klar, dass das der Aufarbeitung sehr wenig hilft. Ja. Also was ich dann gemacht habe, war ein Gutachten in Auftrag gegeben, sammelt mal alle Aufarbeitungsinitiativen, die es gibt. Also guckt, wer macht Realaufarbeitung? Und dann war da die Idee, eine Stiftung zu gründen, die diese Arbeit unterstützt und trägt, weil Aufarbeitung ist nicht eine Arbeit, die von ein paar Wissenschaftlern und dem Parlament alleine gemacht werden kann, sondern die überall da, wo Menschen leben, wo Dinge vorgefallen sind und der Aufarbeitung bedürfen, gemacht werden muss. Und dann haben wir diese Stiftung gegründet, die gibt es bis heute und macht sehr gute Arbeit. Und sonst hätten wir halt nur die Bücher in den Regalen. Und so glaube ich, das Nachdenken über Formate, wie kann man es machen, dass es was verändert? Und da, glaube ich, sind wir ein bisschen zu ängstlich, vielleicht auch in unserem Vorstellungsvermögen. Ich stimme Marianne völlig zu, dass das keine Alternative war zu pragmatischer Alltagspolitik, war auch nie so gemeint. Und ich bin trotzdem, bleibe ich dabei, da
Das ist ja schon für Westdeutsche, hätte das eine massive Änderung bedeutet, für Ostdeutsche zumal. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob sozusagen die Botschaft ist, alles ist fertig, ja, was weiß ich, Vereinsrecht, bürgerliches Recht, Konkursrecht und so weiter. Ich muss das jetzt alles lernen, wie das geht. Grundgesetz muss ich jetzt auch lernen. Haben die damals gemacht, ja? Kriegen wir jetzt eingebimst und beigebracht, müssen wir uns jetzt dran halten. Oder ob, und selbst wenn es dasselbe Grundgesetz gewesen wäre, ob man sagt, wir haben das miteinander debattiert und gesagt, das wollen wir haben und haben dann, ich war auch dabei, ich habe zugestimmt. Ja? Das ist ein Riesenunterschied. Und auf den kommt es mir an. Hat, glaube ich, Herr Templin uns auch schon mal kräftig und wortgewaltig vor Augen geführt. Und das ist gut, dass Sie es nochmal sagen, weil es natürlich auch darauf ankommt zu gucken, wo berührt sich die eine Tradition und wo nicht, passt es zu der, die Westgrünen mitbringen. Insofern hier hatte ich das Grundgefühl, dass sich die Ost- und die Westseite der Beteiligten sehr nahe sind. Und hat das wirklich als eine produktive und positiv spannende Zeit in Erinnerung. Und dieses ist ein positives und dann doch fast optimistisch stimmendes Schlusswort, würde ich denken, dass ein europäischer Verfassungsentwurf sicherlich noch der Dinge hart, der Ausarbeitung hart und dass uns möglicherweise auch die Situation jetzt angesichts der Migranten und der sich verändernden gesellschaftlichen Situation nochmal eine andere Debatte nötig macht, werden wir heute Abend nicht mehr erschöpfend beantworten können, auch wenn wir uns vielleicht das wünschen, dass diese Debatten geführt werden. Sie können am anderen Ort geführt werden. So viel würde ich doch noch gerne abschließend dazu sagen. Wir haben hart gearbeitet und ganz viel gehört und Sie waren sehr geduldig und produktiv. Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, liebe Frau Köhn, lieber Herr Templin, lieber Herr Elfner und bei Ihnen und wünsche uns allen einen schönen Abend mit weiteren Gesprächen und morgen einen produktiven Tag. Danke.